In der Bibel gibt es einige Psalmen, die erscheinen mit hasserfüllten, blutrünstigen Worten wirklich etwas befremdlich zu sein. Da wird die Vernichtung und die Zerstörung der Feinde von Gott erbeten. Und manche Christen sagen, damit kann ich nichts anfangen. Das klingt so gar nicht nach Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Aber du musst verstehen, dass das, was im Alten Bund, im Natürlichen passierte, im Neuen Bund geistlich zu verstehen ist. Wenn David reale Feinde hatte, die ihm nach dem Leben getrachtet haben, so haben wir heute genauso reale Feinde, allerdings in der geistlichen Welt. Mächte der Finsternis, die uns ausschalten wollen, die uns bekämpfen wollen, die uns wirkungslos machen wollen, die uns vernichten wollen. Und wir müssen, genauso wie David damals gegen seine Feinde, auch gegen unsere Feinde vorgehen. Du kannst dich einen Nichtsangriffspakt mit dem Feind schließen. Um dich herum tobt ein Kampf. Du kannst nicht sagen, das betrifft mich nicht. Wenn du das tust, wirst du innerhalb kürzester Zeit besiegt sein. Die einzigste Chance ist, den Kampf aufzunehmen und vorwärts zu gehen. Und weißt du, Paulus schreibt im Epheser 6 von einem Schild, dem Schild des Glaubens, der uns gegeben ist, damit wir die feurigen Pfeile des Feindes auslöschen können. Die feurigen Pfeile sind Gedanken, die unser Denken treffen. Denn der eigentliche geistliche Kampf ist der Kampf in den Gedanken. Der Kampf findet in unserem Denken statt. Jede sündige Tat beginnt in dem Gedanken. Wir spielen sie durch, wir denken sie durch, wir malen sie uns aus und irgendwann kommt es in Realität. Jede Selbstanklage, jede Lüge, jede Selbstverdammnis, alles kommt aus dem Gedanken. Und du kannst dir das wirklich so vorstellen, wie Pfeile, die irgendwo aus dem Hinterhalt, aus dem Verborgenen auf dich abgeschossen werden. Und wenn du nicht aufpasst, dann treffen dich diese Pfeile und fangen an, ihr Gift in dein Denken hineinzugeben. Und du musst diese Pfeile rausreißen oder noch besser, du musst mit dem Schutzschild des Glaubens sie gar nicht erst an dich herankommen lassen. Diese Pfeile sind real. Es sind Gedanken, die sich aus heiterem Himmel auf einmal, zack, erwischen. Du gehst einfach so deinen Weg vor dich hin und auf einmal kommt ein sündiger Gedanke. Wie kommt das denn? Ein lästerlicher Gedanke. Ein Gedanke von Selbstanklage. Irgendetwas Negatives. Und du musst lernen, das ist nicht dein Denken, sondern das ist der Pfeil des Feindes, der auf dich abgeschossen worden ist. Und du musst sagen, damit habe ich nichts zu tun, weg damit. Es bewusst ablehnen, bewusst zur Seite tun und sagen, das ist etwas, ich lasse nicht zu, dass das mein Denken vergiftet. Du hast Autorität über dein Denken. Lass nicht zu, dass der Feind in deinem Denken einfach rumarbeitet und dich beeinflusst und manipuliert. Im Psalm 64 lesen wir von der Art und Weise, wie der Feind arbeitet. Da ist eine Verschwörung der Übeltäter. Es gibt einen Aufruhr derer, die Böses tun. Sie haben ihre Zunge wie ein Schwert geschärft, um in deinem Denken durch die Worte, die Gedanken, die dir kommen, Negatives zu bewirken. Bitteres Wort als ihren Pfeil angelegt, um aus dem Versteck auf den Unschuldigen zu schießen. Genau das ist es. Sie reden davon, Fallstricke zu verbergen. Sie denken sich Schlechtigkeiten aus. Das ist der Feind. Der Feind denkt sich Schlechtigkeiten aus, mit denen er dich zu Fall bringen kann. Und das passiert durch Gedanken. Deshalb ist es wichtig, dass du dein Denken unter Kontrolle hast. Im Psalm 11 lesen wir es ebenso. Denn siehe, die Gottlosen spannen den Bogen, haben ihren Pfeil auf der Sehne gerichtet, im Finsteren zu schießen auf die von Herzen Aufrichtigen. Die von Herzen Aufrichtigen, das sind die Männer und Frauen Gottes. Und aus dem Finsteren werden sie attackiert. Und du musst dessen bewusst sein,
dass diese Pfeile fliegen, dass du in einem Pfeilhagel stehst unter Umständen und du musst den Schutzschild über dir halten und musst sagen, wenn mich ein Pfeil trifft, werde ich ihn schnell rausnehmen. Ich akzeptiere das, was Gott über mir aussagt, was das Wort Gottes über mir ausspricht und nicht das, was irgendwelche finsteren Mächte mir in mein Denken einpflanzen möchten, um mich da zu manipulieren und zu Fall zu bringen. In dem Sinne bitte ich dich, beschäftige dich einmal gerade mit diesen Psalmen im Alten Testament, wo es um geistlichen Kampf geht. Und du wirst merken, die sind gehaltvoll und da sind Ratschläge drin, die du beherzigen kannst. Und dann wirst du auch verstehen, warum David sagt, vernichte die Feinde, die mich vernichten wollen. Genauso müssen wir auch zu Gott bitten und sagen, Herr, hilf mir, dass diese finsteren Mächte, die mich zu Fall bringen wollen, dass die wirklich weggetan werden, dass die keine Macht mehr über mich haben, dass die mich nicht mehr erwischen können. Ich möchte mich unter deinen Schutz stellen. In dem Sinne glaube ich, Gott hat viel mehr für dich. Lass den Kampf nicht locker, sondern geh weiter, bleib dran und geh in das hinein, was der Herr für dich hat. Er hat viel mehr für dich.